Ich werde alles aufgeben. Ich werde Möbel produzieren. Ich kann den Schund, der auf dem Markt ist, einfach nicht mehr sehen. Ja, auf diese Weise werde ich alles wieder verlieren, was ich am australischen Öl verdient habe. Ja, ja, ja. Möbel, Möbel, das ist was Wunderbares. Das handelt sich also um australisches Öl. Wie sind Sie denn gerade auf australisches Öl gekommen? Sie erinnern sich vielleicht, vor ein, zwei Jahren ist man in Westaustralien auf Öl gestoßen. Hm? Ich hatte Kontakt zu einem dort bohrenden Team, Probebohrung. Und was sage ich Ihnen? Einer aus dem Team ist ein alter Bekannter von mir. Waren Sie schon mal in Australien morgen? Ich war in Südafrika. Gefiel mir aber nicht. Also mir gefiel Südafrika eigentlich gut. Aber naja, schön. Sie haben die Rassenunruhen. Ja, Südafrika, das sind schon Probleme. Wie war das denn mit Ihren australischen Verbindungen? Es handelt sich um einen Mann namens Garvin. Er sagte damals, wenn Sie auf Öl stoßen würden, dann würde jemand sehr reich werden. Er hätte nichts dagegen, wenn ich dieser jemand wäre. Ja. Heute bekam ich dieses Telegramm. Herzlichen Glückwunsch, Sam. Herzlichen Glückwunsch. Was soll das? Was soll das heißen? Ein Code. Sie sind auf Öl gestoßen. Am Freitag wird's erst publik gemacht. Ja, niemand scheint heute viel Hunger zu haben. Wird es meinen Töchtern viel Mühe machen, Morris und mir den Kaffee im kleinen Zimmer zu servieren? Warte, es gibt doch noch das Soufflé. Oh, nein, kein Soufflé mehr. Wir möchten nur Kaffee. Das Soufflé können wir morgen essen. Oh, das ist aber schade. Das Soufflé morgen essen? Ja. Vater, du weißt nicht, was du da redest. Ach, morgen wird es erst richtig gut sein. Wir essen es kalt. Oh mein Gott, nein. Ich glaube, ich habe was gehört. Du hast recht. Es ist der verdammte Harry. Der durchwühlt wieder mein Zimmer. Ach, Harry ist aber nicht im Haus. Doch, aber er ist im Badezimmer. Das ist er nicht. Habt ihr auch was gehört? Mir war so. Auf einmal wurden alle ganz leise. In Morgens Zimmer war niemand. Wir schlichen weiter zu Vaters Schlafzimmer. Ich hab ihn! Ich hab den Burschen. Es war ein kleiner blonder Junge mit grünen Hosen und gelben Pullover. Ruf die Polizei, Hester. Nicht die Polizei, Chef. Bitte nicht die Polizei. Es war das erste Mal. Wirklich. Rufen Sie die Polizei. Ich hab doch kein Geld und keinen Job. Und meine Mutter ist im Krankenhaus. Was gibt's denn da zu lachen? Am besten wäre wirklich, Sie geben ihm einen Job. Ihr braucht doch eine Hilfe. Ich bin ganz bestimmt ehrlich, ganz bestimmt. Das ist das erste Mal, dass ich so ein Ding versucht habe. Wenn ich einen Job hätte, ein bisschen Geld,